Al-Rasul alayhi salatu wasalam sagte zu jemandem, dass du Holz sammelst und es verkaufst, ist besser als du, dass du bettelst. Und Al-Rasul alayhi salatu wasalam sagte, die obere Hand, also die gibt, ist besser als die untere Hand, also die, die nimmt. Ja? Das heißt also, derjenige, der bettelt, ja, das ist nicht so toll. Die obere Hand, also die gibt, ausgibt, der ist besser. Und so weiter und so fort. Und Umar radiallahu an, als er jemanden gesehen hat, der tagelang in der Moschee verweilte, hat ihm gesagt, was machst du hier? Ja, geh und arbeite was. Also müssen wir versuchen, unser eigenes Geld zu verdienen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Geschwister Arbeit haben. Unterstütze die Jugendlichen in ihrer Orientierung auch. Was mache ich? Soll ich studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Welche Ausbildung? Hilf, sei bereit. Mach was für diese Ummah. Lebe nicht nur für dich. Alhamdulillah, ich habe meine Ausbildung, ich bin Meister, ich bin Doktor und das nach mir die Sintflut. Ich mache meine 8 Stunden, gehe einkaufen und habe meine Familie, da gehen wir spazieren. Du sollst nicht nur für dich und deine Familie leben, sondern eine Bereicherung sein für die ganze Ummah des edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.